Hallo, Deutsch Mittelstufe 3, Lektion 68, temporale Adverbien. Heute machen wir wieder zum Schluss unseren kleinen Vokabeltest. Nummer 1, vorhin. Vorhin ist Akka, Tukumtone, Pangum. Neulich. Neulich war ich beim Einkaufen. Neulich habe ich meinen Lehrer getroffen. Tschorong. Tegune, also Myotiltone, Odonsitomyagi halte. Neulich im Nida. Heutzutage, Igo, Gok, Tosim, Heato. 요즘에 이런 의미도 어딘가 있겠지 뭘? 그래도 일상적인 요즘에 아니에요. 현대, 오늘날, 이 시대, 너무너무 긴 요즘에. 보통 한 일상적인 요즘에, also 며칠 전에, 몇 개월 등등 이런 느낌으로, dann sagen wir in letzter Zeit. Zum Beispiel in letzter Zeit, damit Dongsa, habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. In letzter Zeit habe ich angefangen, Golf zu spielen. Ironia, Nummer 4. Demnächst. Demnächst nun. Gott bald. Etaga, dass ich nicht kein Dung-Dung. Irangachi Dankungan, anieyo. Demnächst werde ich das nicht machen. Demnächst sicherlich nicht. Dankungan, bla bla bla, anhalb. Nummer 5. Inzwischen. Schipke Senga Kamion. Wieder umgekehrt. Energy. 어렵지 않겠지만, 그래도 발음 조심. Energie, also Energie, das hier okay. 길게 올라가면서. Energie. Nummer 2, 관계. 결국 die Beziehung an 같은 의미겠지만, 다른 표현은 das Verhältnis, das Verhältnis. 세금 신고인데, 지켜가면 신고 대신에 세금 설명. Das ist dann 세금 Steuer. Solmion, Erklärung, Gatsimandolmion, die Steuererklärung, die Steuererklärung. Nachunge, bla bla bla, hue, später, gatsunukimitsman, nachher, nachher, itaga, nachunge. Und chokodo, wenigstens do chokodo, itsman, tarun pyohyon, mindestens do, sollzu isumida. Wenigstens und mindestens. Gatsi, webo, popsida. Das war's mit dieser Lektion. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der Lektion 69 wieder. Daumen, Tutio, 69과 같이 배워봅시다. Danke fürs Zusehen. Tschüss.